So, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Update der Mesobarbarus meiner Tochter. Hat sich nicht viel verändert, außer dass ich hier solche kleine Trinkbehältnisse habe, die sie sehr lieben. Ja, ich fütter immer mal wieder Heimchen. Da fahren die gerade voll drauf ab. Ich friere die vorher ein. Und wenn sie dann bekommen, tue ich sie kurz in warmes Wasser ein bisschen aufwärmen, dass sie nicht ganz gefroren sind. Und ja. Sonst gibt es nichts weiteres. Es sieht jetzt aus wie, ja, nicht so schön, weil ich umgezogen bin, andere Wohnung. Und das Ganze ist jetzt einfach mal nur zusammengeschlossen, dass es alles wieder verbunden ist. Mal sehen, wann ich Zeit habe, das alles schön zu machen. Ah, sie sind fleißig, ne? Hier alles voll. Die Schläuche, da hinten unten sieht man, geht der hintere. Der Schlauch da unten sieht man, ist komplett voll. Also, die haben überall was da. Hier ist was drin. Also, sie haben überall, sammeln sie Körner. Auch hier unten drunter ist alles ausgehöhlt. Und haben da massig an Körner drin. Was ich jetzt gemerkt habe, das Wasser reicht denen nicht. Also sie sind permanent extrem am Trinken. Auch hier an dem hier sind sie ziemlich dran, ne? Ich muss mir da was einfallen lassen, dass sie da an mehr Wasser rankommen auf längere Zeit, weil die drei Dinger sind hier nach 3 Tagen leer. Entweder saugen sie sie leer, indem sie Sand reinschmeißen immer und der ganze Boden sich voll saugt. Jetzt wird es nicht scharf. So. Der ganze Boden sich dann voll saugt und die Fläche leer gezogen ist. Ansonsten, wenn sie es mal nicht machen, dann hält es gut eine Woche, so eine kleine Tränke. Vielleicht schließe ich da so eine Box an. Eine neue. So eine vielleicht. Wo dann nur Reagenzgläser drin liegen. Ich habe noch weit über 400 Stück. Also falls mal jemand Reagenzgläser braucht, günstig, also das Porto muss übernommen werden und dann vielleicht 1, 2 Euro und dann kann er ein paar Reagenzgläser haben. So normale hier, diese hier. Ich glaube 16 cm lang. Das sind die ganz normalen kleinen Reagenzgläser. Einfach mal Kommentare reinschreiben, wenn er welche braucht. Und dann wird man sich bestimmt einig über den Preis. Wie gesagt, Versand sollte halt bezahlt sein und 1, 2 Euro vielleicht, je nachdem, wie viel man möchte. Genau. Ja, zurück wieder zu der Box. So eine Box nochmal anschließen, wo dann nur 6, 7, keine Ahnung, solcher Reagenzgläser drin liegen und mehr nicht, dass sie sich das selber ohne Ende immer Wasser holen können. Weil, ja, es ist blöd, ich muss fast jeden Tag gucken, ob alles voll ist an Wasser und sobald ich da wieder Wasser hin tue, rennen sie und holen sich das Wasser. Also ich muss da wirklich stark danach gucken. Aber naja. Ja, und hier sieht man den kleinen Dreckberg hier. Da habe ich jetzt ein bisschen nass gemacht. Unabsichtlich. Die schmeißen hier aus so einem kleinen Loch. So ein Lüftungsloch sieht man jetzt nicht. Ja, doch, das sieht man es vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, man sieht es. Aus diesem kleinen Loch schmeißen die immer den Dreck da raus. Und es sammelt sich bis da nach oben. Ist gut, kann ich einfach wegnehmen, den Dreck, ne? Das ist praktisch. Genauso wie hier die. Ah, es wird immer unscharf. So. Wie dieser Deckel von der Flasche, PET-Flasche oder die zwei. Die habe ich gerade geleert. Die machen sie immer wieder voll. Also alle 3 Tage oder so muss ich die Deckel leeren. Und ja, sehr praktisch. Hat man dann sehr einfach mit dem Müll von denen. Ja, hier in dem Monitor hat sich leider immer noch nichts großartig getan. Da haben sie mal ein bisschen Müll angehäuft, bis nach, ups,
Müll angehäuft bis nach oben, haben es jetzt wieder ein bisschen abgetragen und immer in die Deckel reingetan. Ansonsten ein Watteboll, alles was sie da immer rausholen aus diesem Reagenzglas, das sieht man hier, wie sie sich da vorfressen zum Wasser. Man wird nicht jetzt. Also, ich muss da jedes Mal, wenn ich das Wasser auffülle, das hält einen Monat, 1,5 Monate, 2 Monate, je nachdem, muss ich da jedes Mal wieder eine neue Watte reinmachen. Also die einfach komplett zerlegen und da reintragen. Ich weiß nicht warum. Ihn stört es wahrscheinlich, dass sie nicht schnell genug ans Wasser rankommen. Ja, sollen sie es machen, wenn sie es wollen. Was ich schade finde, ist halt, dass zum Beispiel jetzt hier in der Nahrungskammer, sie da auch ein paar Tote hingelegt haben und ein bisschen Müll. Ja, vielleicht tun sie die auch wieder raustragen. Genauso wie den Müll hoffe ich auch mal, dass sie irgendwann mal alles raustragen und ich sie entfernen kann. Ja, ansonsten hier meine selbstgebaute Box. Die ist auch immer wieder mal mehr, mal weniger belebt. Hier habe ich ja dieses kleine Trinkwasser-Dings. Da tue ich immer Wassertropfen rein und dann saugt sich das immer. Hier sieht man es jetzt gerade. Wo ist mein Finger? Hier. Das hier oder da drüben, wie das Wasser überall ist, ne? Das saugt sich zwischen den Platten durch und an allen Kanten können die dann gut Wasser aufnehmen. Ja, sehr praktisch. Ohne dass sie ertrinken oder sonst irgendwie Dreck hinschleppen, weil es ihnen keinen Dreck gibt. Ne? Ja. Und auch da hinten sammeln sie Dreck an. Wie gesagt, ich hoffe, dass es mal bald vorbei ist. Aber es sind ein paar sehr schöne große dabei, Majoren. Und ja, mal abwarten. Mal kurz zum ganze Anlage. So ein richtiges Durcheinander. Ich glaube, ich muss mal alles komplett neu machen und es schön aufbauen. Ja, das war's dann wieder. Das waren jetzt fast 8 Minuten Video. Ich gucke jetzt mal, dass ich öfters Videos mache. Ich mache ja auch noch ein neues Hobby, Gold sammeln und waschen und so. Ist ganz cool, klar, man wird nicht reich und so weiter, ist aber ein schönes Hobby, macht Spaß in der Natur draußen, in der Wildnis. Ich lebe ja hier in der Schweiz, das ist noch ein bisschen mehr Wildnis wie in Deutschland, sage ich jetzt mal. Und es macht echt mega Spaß. Ja, falls jemand Fragen hat oder irgendwas wissen möchte zu einem meiner Hobbys, einfach mal anschreiben, können gern schreiben. So, das war's dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.